Das sieht so ein bisschen nach Arbeitsunfall aus, als ob sie Arbeitskleidung anhaben. Ja. Ja. Okay. Gut. Haben wir overall verwechselt heute Morgen, oder? Nein, nein. Das ist Interessante Mischung. Ja. Ich habe das, mein Overall war das, der ist in der Wäsche. Und da habe ich mir schnell von meinem Kollegen den Overall geschnappt. Okay, gut. Ja, fällt jetzt nur auf. Windeck und Schmidt passt ja nicht ganz zusammen. Genau. Okay. Was ist denn genau passiert? Und zwar, ich habe Putzmittel in einen Eimer gegeben. Ja. Zwei Putzmittel zusammengemischt. Ja. Und plötzlich brannte das in den Augen. Ja. Und ich bin aufgestiegen. Ja. Und bin irgendwie über den Putzeimer bin ich ins Schaucheln gekommen, bin ich hingefallen. Okay. Bin ich so nach vorne rübergeschlagen. Ja. Na, die Bindehaut scheint so ein bisschen gerötet zu sein. Ja. Sollen wir da gleich mal nachschauen oder geht das im Moment so? Ich sehe jetzt wieder wesentlich besser, aber schlimmer ist die Schulter wirklich. Die Arbeitskleidung mit dem falschen Namen, darunter der schicke Dress und die Schilderung des Unfallhergangs werfen etliche Fragen auf. In noch viel größerer Erklärungsnot gerät der 43-jährige Till Windeck aber, als Reinigungskraft Julia auftaucht. Guten Tag. Hallo. Mein Name ist Sattler. Hallo, ich habe Dienst heute auf der Orthopädie. Ja. Hallo. Hi. Till, was ist denn passiert? Also ich bin gestürzt, bin ich. Ich bin über den Eimer gefallen. Und das ging so schnell, ging das. Und hatte ich stechenden Schmerz sofort gehabt. Einfach gestürzt. Wie gehören Sie zusammen? Ich bin eine Bekannte und er hat eigentlich für mich einen Putzjob übernommen, weil ich zur Grundschule musste. Mein Sohn ging es nicht gut, die haben mich angerufen und er war so nett, mich zu vertreten. Und bin ich aber gerade ein bisschen. Ist ein bisschen unglücklich gelaufen, würde ich sagen. Mhm. Das ist also, ich habe. Sollen wir die Jacke wieder angezogen? Also ich meine, ich habe mir ja gerade schon ausgezogen. Trage zum Putzen eigentlich Turnschuhe. So was sieht man selten, weil Krawatte. Weil ich ja nicht weiß, was für Kunden mich erwarten. Und da möchte ich wirklich, ich möchte schon schick auftreten. Okay. Bevor wir uns jetzt über die Modeoutfits von Reinigungskräften unterhalten, müssen wir uns ja um Ihre Verletzung auch mal kümmern. Bitte. Ne? Herr Windeck berichtete von einem Sturzereignis. Er selber spielte das Ereignis eher etwas runter, muss man sagen. Und ich war etwas überrascht, dass ich dann doch so ein ausgeprägtes Hämatom, einen ausgeprägten Bluterguss praktisch sehen konnte. Das Schultergelenk äußerst druckschmerzhaft und ich musste natürlich eine Fraktur ausschließen. Aber insgesamt war das für mich nicht in Einklang zu bringen mit dem eher sanften Sturzereignis, was mein Patient auch beschrieben hatte. Und Sie sind sicher, Sie sind also nur so einen Meter da? Ja, ich nach vorne bin also über den Eimer. Ich bin nach vorne, ich bin hochgekommen, die Augen brannten, bin nach vorne gegangen, einen Schritt und dann war der Eimer da und ich bin dann. Okay. Ja, daraufhin bin ich über den Eimer gestürzt. Ja, auf jeden Fall müssen wir Röntgen machen. Das sieht so ein bisschen aus wie eine Fraktur. Also wir müssen erstmal jetzt ausschließen, dass wir da eine Fraktur haben, einen Bruch da oben irgendwo im Schultergelenk. Schwester Amelia kann den Patienten direkt zum Röntgen anmelden. So schlimm Tills Schmerzen auch sind. Der 43-Jährige scheint erleichtert, sich nicht länger Julias bohrenden Fragen zu stellen. Aber die alleinerziehende Mutter lässt auch später nicht locker. Sag mal, was mich vorhin schon gewundert hat, ich dachte, du heißt Windeck. Wieso steht denn da Schmidt? Mein Anzug, der ist in der Wäsche. Der ist noch dreckig. Da habe ich mir, da von meinem Arbeitskollegen habe ich den Anzug. Der lag da, habe ich den übergeworfen schnell und tut mir leid. Okay, naja, ich war irgendwie verwundert, weil irgendwie das passt alles gar nicht so zusammen. Und dann dein Outfit, die Schuhe, das Hemd, das irritiert mich alles. Theoretisch, du musst doch wissen, dass du diese Putzmittel nicht zusammenmischen kannst. Das sind doch zwei Chemikalien. Das ist doch klar, dass das dann ich weiß das ja auch. Als ich das Gespräch der beiden mitgehört habe im Behandlungszimmer, fand ich es auch sonderlich, dass man als Reinigungskraft Putzmittel zusammenmischt, die sich dann auf einmal nicht vertragen. Also das Ganze kam mir schon sehr spanisch rüber. Oh, auch eine schwerwiegendere Verletzung. Also gebrochen haben wir nichts. Ja, das sieht schon mal gut aus. Aber wir haben eine Schulter-Eckgelenks-Sprengung, nennt man das, ja? Mhm. Das ist das Schulter-Eckgelenk hier. Hier vorne sehen Sie den Knochen, der gehört zum Schulterblatt. Mhm. Und hier ist Ihr Schlüsselbein. Und da sehen Sie, normalerweise gehören diese beiden Knochen praktisch nebeneinander gestellt. Die werden durch ein Bandapparat gehalten. Mhm.
Und dieser Bandapparat, der ist bei Ihnen jetzt zersprungen, gerissen. Und deshalb kommt es hier zu diesem Abweichen auch. Wie lange falle ich denn damit aus? Also auf jeden Fall müssen wir es erstmal, wir müssen es operieren. Ne? Und danach werden Sie erstmal ausfallen. Erfahrungsgemäß? Wie lange? Erfahrungsgemäß wird die Schulter erstmal ruhig gestellt um die 6 Wochen. Ja, das Material kommt auch irgendwann dann wieder raus. Und danach, diesen 6 Wochen, muss die Schulter auch noch mal intensiv beübt werden, dass Sie wieder Ihre normale Beweglichkeit ins Schultergelenk reinbekommen. Ne? Ich hatte ja schon so ein bisschen die Vermutung gehabt, Sie sagten ja, Sie sind jetzt nur so einmal so kurz über diesen Eimer gestolpert. Wir kennen natürlich viele Verletzungsbilder hier, muss man sagen. Und so richtig passt das ja nicht. Ne? Und Sie haben Muskelmantel, wie gesagt, Sie sehen aus wie ein Bodybuilder. Das ging so schnell, da bin ich unglücklich gestürzt. Ja. Das ist also... das war wirklich so, wie ich das gesagt hatte, wie ich das geschildert hatte. Das ist, du brauchst dir keine Gedanken machen. Du brauchst dir keine Gedanken machen. Oh mein Gott. Guten Tag, dir? Hallo. Ach, Nele, was machst du denn hier? Wie geht's dir? Ja, einfach mal reinkommen. Komm vielleicht mal rein. Mach die Tür zu. Wer sind Sie denn? Mein Name ist Sattler. Ich habe heute Dienst auf der Orthopädie. Guten Tag. Ja, ich bin die Frau Runau. Ich habe eine Nachricht von ihm bekommen, dass er ins Krankenhaus gekommen ist. Weil wir haben noch einen Termin beim Gemeinderat. Warum hast du den Overall an? Was? Hä? Aber vor allem, was ist hier los? Ich bin ein bisschen irritiert. Wieso Gemeinderat? Als Putzkraft hat man keinen Gemeinderat. Hä? Reinigungskraft? Aber wieso hast du den Overall vom Mann hier an? Nee, Moment, also hier läuft irgendwas gewaltig. Versuchen wir uns ein bisschen zu beruhigen. Du brauchst mir das nicht erklären. Du hast mich offensichtlich angelogen, weil du bist gar keine Reinigungskraft. Ich habe mich eh schon gewundert. Mit Hemd und Krawatte und den Schuhen. Nein, du bist... Julia, es gibt keinen Grund für... Till, du bist auch nicht anders als alle anderen. Julia, es gibt keinen Grund für Glauben. Du hast mich angelogen. Genauso wie mein Ex. Ich will davon nichts wissen. Julia. Entschuldigen Sie mich. Nein. Als die Kollegin unseres Patienten dann noch mit in das Behandlungszimmer kam, da war ich auch total irritiert. Ich konnte nicht ein auf das andere schließen. Frau Heine wurde auch leicht erbost, verließ den Raum. Und da war für mich klar, dass da sämtliche Lügen im Spiel waren. Was ist passiert? Alles okay? Oh, am besten vielleicht mal passiert? Hinlegen. Was ist denn? Stechen. Im Rücken? Im Unterrücken? Ja, im Unterrücken. Haben Sie das schon mal gehabt? Nein. Ich meine, Sie müssen ja schwer heben bei Ihrer Arbeit. Da kann man schon mal was haben. Ja. Versuchen Sie mal, sich mal kurz aufzurichten, wenn es geht. Geht das? Ich fühle mal kurz hier hinten mal ab. Till ist nun doppelt gestraft. Nicht nur, dass Julia, in die er sich unsterblich verliebt hat, das weitersuchte. Nun leidet der 43-Jährige auch noch unter furchtbaren Rückenschmerzen. Der Mann hätte besser von Anfang an mit offenen Karten spielen sollen. Wir würden auch noch eine Kernspin-Untersuchung machen vom Schultergelenk, ob da tatsächlich Weichteilstrukturen verletzt sind. Jetzt haben wir gerade noch hier Beschwerden vom Rücken, haben Sie uns ja geschildert, mit Ausstrahlung ins Bein. Wenn Sie einmal im Kernspin drin liegen... Hallo Julia, wenn du das hörst, es tut mir so leid, wirklich. Ich mag dich total gerne. Und bitte, gib mir die Chance, das zu erklären. Bitte. Wir sprechen, bitte. Ist ja schon mal romantisch, wenn die Frau wichtiger ist als die eigene Gesundheit. Das ist mir wirklich sehr wichtig. Ja. Also ich habe es gerade mal gesagt, wir machen Kernspin von der Schulter und wenn wir im Kernspin liegen, machen wir direkt noch die Kernspin-Untersuchung von der Lendenwirbelsäule mit drin. Ja, und dass wir das, vielleicht finden wir irgendwas und da haben wir 2 Fliegen mit einer Klappe. Ne? Gut. Till wird die Nacht in der Klinik verbringen und wartet auch am folgenden Tag noch vergeblich auf eine Rückmeldung seiner angebeteten Julia. Als es für den 43-Jährigen schließlich in den Operationssaal geht, fürchtet der Patient, durch seine Notlügen längst alles verspielt zu haben. Alles okay? Und so? Ja, alles okay. Das ist nur, das ist ärgerlich, ist das. Gucken so ein bisschen bedrückt auch. Haben Sie Angst vor der OP oder vor der Narkose? Nein, ich vermisse meine Partnerin, die Julia. Okay, haben Sie sich gestritten, noch, oder? Ja, nicht richtig gestritten. Das ist, ich habe nur etwas vorgegeben, was ich nicht bin. Okay. Das ist, warum macht man sowas, wenn ich schwanger? Weil das ist etwas kompliziert, ist das. Weil wir hätten ja keine Chance gekriegt, überhaupt so zusammenzukommen, glaube ich, wenn ich sofort mit der Wahrheit rausgerückt wäre. Ja, das ist ja überhaupt eine Chance. Ja, das wäre ein schrecklicher Fehler. Fehler. Das ist. Ja, ich weiß ja nicht genau. Ich hoffe, dass das gut geht. Ich habe ihr auf die Mailbox gesprochen, hat sich aber nicht gemeldet. Ich hoffe, sie meldet sich dann noch. Mhm.
Ja, hoffe ich mal für Sie mit. Also ja. Ich kann Ihnen dann nur sagen, ich verstehe das zwar, aber im Endeffekt kommt immer irgendwann die Wahrheit raus. Ja, ich glaube, das wissen Sie auch selber. Ja, haben Sie recht. Aber und da muss man es leider mit der Wahrheit versuchen. Ärgerlich, ne? Ja. Dafür habe ich auch den Denkzettel habe ich jetzt bekommen, denke ich. Till hat mit Schwindeleien seine Beziehung und seine Gesundheit aufs Spiel gesetzt. Denn selbst seinem behandelnden Arzt hat der Patient bis jetzt noch nicht die Wahrheit über sich, seine Vorgeschichte und den tatsächlichen Unfallhergang erzählt. Operation hat gut funktioniert, so wie wir es besprochen haben. Ja, wir konnten das Gelenk wieder aufeinandersetzen und haben wir das stabilisiert mit den Drähten, wie wir es auch vorher besprochen hatten. Dann haben wir ja noch die Kernspin-Untersuchung gemacht von der Lendenwirbelsäule, weil sie da auch die Beschwerden angegeben hatten beim plötzlichen Aufstehen da. Und hier haben wir im unteren Lendenbereich tatsächlich einen kleinen Bandscheibenvorfall vorgefunden. Der sieht aber eher älter aus, also das ist nichts Frisches. Ist da irgendwie was bekannt, oder? Also das ist von meinem tatsächlichen Job ist das und ich habe da überwiegend sitzende Tätigkeit. Und da tatsächlicher Job? Wie meinen Sie das? Sie kamen ja hier mit dem Reinigungsanzug. Genau. Das ist ja. Hallo. Hi. Hey, Julia. Hallo. Grüß Gott. Tag. Hi. Letztendlich war es meine Schuld und deswegen bin ich eigentlich nur noch mal gekommen. Du bist gar nicht schuld. Gar nichts bist du schuld. Das ist Quatsch. Doch, wenn du nicht eingesprungen bist. Nein, ich hatte... Julia. Julia, warte mal. Nein, du brauchst mir jetzt nichts weiter erklären. Ich wollte wirklich mich nur erkundigen, wie es dir geht, weil letztendlich tut mir die Geschichte wahnsinnig leid. Aber offensichtlich hast du mich angelogen und ich mag einfach mit Lügen nichts mehr zu tun. Lass es mich bitte erklären, Julia. Bitte, bitte. Julia, bitte, bitte. Werden Sie das entschuldigen? Ich hab das doch nur gemacht, weil in unserem ersten Treffen und hätte ich dir sofort gesagt, dass ich Banker wäre. Du hast dich so drüber geäußert, so abfällig über Banker und diese Leute, diese Krawattenträger da oben und so. Dann habe ich Angst gehabt. Ich wollte dich kennenlernen und wollte dich von meinem Charakter überzeugen. Ich habe nur gemerkt, wenn ich jetzt sofort rausbreche mit der Wahrheit und sage, ich bin Banker, ich bin sogar Filialleiter einer Bank, dass du mir überhaupt keine Chance geben würdest. Und nur deswegen habe ich das gemacht. Nur deswegen habe ich das gemacht. Ich habe mir gedacht, nee, du sollst mich besser kennenlernen. Und ich wollte dich von meinem Charakter überzeugen. Ich habe dich echt total gerne. Das heißt, die Frau gestern war? Das war meine Arbeitskollegin. Okay. Das war die Nele. Das ist sonst, das ist wirklich eine Verkettung von unglücklichen Umständen. Und ich kann da nichts für. Und du kannst da schon gar nichts dafür. Ich habe da keine Ahnung. Ich bin kein, die Putzmittel, klar, weil ich es nicht wusste. Ich wusste es einfach nicht besser. Hm. Bitte gib uns noch mal eine Chance. Bitte. Jetzt ist das ja für uns auch alles so ein bisschen unklar, muss man tatsächlich sagen, so vom ganzen Setting der Geschichte. Ja, passt das denn auch mit dem Unfallhergang? Nein, ich hatte ja schon vermutet. Da habe ich auch die Unwahrheit gesagt. Ich bin auf die Leiter gestiegen. Aha. Und ich bin von der Leiter, dadurch, dass ich halt wahrscheinlich zwei sich nicht zu vertragende Mittel zusammengeschüttet. Und das natürlich dann doch etwas. Das war das, was mich von der Leiter gefallen. Dann passt natürlich auch der Unfallhergang zu der schweren Verletzung, ja, die jetzt eigentlich auch dann davongetragen hatten. Natürlich. Es tut mir auch leid, dass ich weiß nicht, warum ich das alles gelogen habe. Das ist eine scheiß Lügerei. Das bringt nichts. Julia, es tut mir wirklich total leid. Ja, ich meine, mir tut's auch leid. Ich habe natürlich bei unserem ersten Treffen total überreagiert. Ich meine, du weißt doch, wie das ist, wenn man so einen Termin hat. Und dann sitzt du vor diesen Bankertypen und dann sagen die dir, nein, danke, den Kredit kriegen sie nicht. Und Julia, weißt du was? Was? Da du jetzt weißt, dass ich auch einer von diesen Bankern bin, sogar Filialleiter, wir kriegen das hin. Und da helfe ich dir gerne. Ich mache nichts lieber als das. Wir kriegen das hin. Bitte gib uns nur eine Chance. Okay. Bitte. Ich helfe dir dann bei der Rede. Ja? Lass uns weiter kennenlernen. Mhm. Till hat seiner Julia hoch und heilig versprochen, sie nie wieder anzulügen. Inzwischen sind die beiden ein Paar und sehr glücklich miteinander. Mit den Tipps des Finanzexperten ist es der alleinerziehenden Mutter sogar gelungen, bei ihrer Bank den gewünschten Kredit zu bekommen.